Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Video aus Aldrasia. Ja, wir sind wieder hier in diesem schönen Land. Und ja, ich gucke mich gleich mal wieder ein bisschen rum. Wir wollten ja, zurück zu unserem Schiff. Jetzt muss ich mal überlegen, wer ist denn da? Na, ach, ja. Der Macher selbst. Ja. Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Das wollte ich nicht. Ja, der Macher selbst ist nämlich da. Hier ist Electrix. Als ich Electrix gesagt habe, ist hinten ein Blitz runtergekommen. Das war total cool. Ja, du hast diese Welt erschaffen sozusagen, ja? Ja, natürlich. Das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil für uns, liebe Freunde, denn jetzt können wir uns hier die Welt mal anschauen und haben auch noch jemanden dabei, der sich auskennt. Ich würde sagen, du gehst einfach mal vor und zeigst uns mal, was wir unbedingt noch sehen müssen hier in Aldrasia. Ja, okay, das Schiff ist ja eher noch unwichtig. Das heißt, wir schweben einfach erstmal zum... Schweben, okay. Natürlich. Noch habe ich keine Verbindungen zu den anderen Orten. Naja, eigentlich ist es ja über See. Aber leider fahren die Schiffe ja nicht, also. Ja, jetzt fliegen wir gerade ein bisschen übers Meer. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gerade vom Blitz getroffen werden. Das wäre ja ein bisschen unschick. Dass ich die Blitze auch sehe, ist irgendwie bemerkenswert. Ja, da fängt zum Beispiel ein Schiff auch an, auf dem See, das da gerade verankert ist. Ah ja, jetzt, ich war eben noch ein bisschen weit weg. Okay, oh ja, cool. Sehr geil. Also die Schiffe, da muss ich mal ein ganz großes Lob aussprechen, die sind alle total genial. Und ich denke auch, das finden die Zuschauer genauso. Die sind alle echt super geworden. Auch die Farbgebung hier und auch dieses, wie soll ich das nennen? Dieses Trotzige von dem Schiff ist total cool. Hallo? Ah, da hinten bist du, ja. Nein, genau. Hat das Schiff einen Namen? Oh, das weiß ich gerade nicht. Ich habe ja die Videos alle aufgenommen mit den Dia-Shows und eigentlich sind die Namen da überall vergeben, auch mit der Bauzeit, die ich für den Schiff vergeben habe, aber so aus dem Kopf weiß ich es nicht. Ich fliege jetzt ja hier mal ein bisschen rum um das Schiff, damit er es auch wirklich mal in seiner ganzen Pracht bewundern könnt. Oh, da hast du aber noch cool. Ganz schön viele Schiffe zum Angucken. Ja, na, dann machen wir heute mal eine Schiffsfolge, würde ich sagen. Die erste Folge war ja auch nur auf einem Schiff und ja. Ja, dann meinetwegen können wir weiter oder wollen wir uns im Schiff nochmal umgucken? Ist deine Sache. Ist meine Sache, ja. Nein, guck mir das mal um. Das Innere ist jetzt nicht so allzu wichtig. Ich finde immer das Äußere am besten. Ja, okay. Ganz kurz. Ganz kurz mal hier an Deck gehen. Als Kapitän mal ein anderes Schiff besuchen. Ja, hier vorne. Ah, hier. Mit dem Seil. Total cool. Ja. Ist auf jeden Fall echt klasse geworden. Joa, meinetwegen können wir auch zum nächsten Schiff fliegen. Ich will auch, hab auch keine Lust, hier vom Blitz getroffen zu werden, ne? Also hier unten ist noch hier das Unterwasserlabor. Unterwasserlabor? Unterwasserlabor, natürlich. Muss ja. Ja. Hier runter und hier ist der Eingang. Ah, okay. Sehr geil. Also ihr seht schon, diese Welt hat noch sehr, sehr viel zu bieten, was wir noch gar nicht erkundet haben. Das hier ist auch neu, das konntest du noch gar nicht erkunden. Okay. Oh, wie bist denn du da nach unten gekommen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich irgendwas falsch gedrückt habe. Das Moment, es kann sich nur um Stunden handeln. Ich komme zurück. Ah, hier, da bin ich. Ja, okay, alles klar. So, hier geht's jetzt rein. Ja. Okay. Also ihr seht schon, wir sind diesmal im Kreativmodus, weil wir einfach ganz, ganz viel zeigen wollen und das geht einfach so besser und schneller. Ja? Ja. Siehst Wo sind wir denn jetzt hier? Und in der Unterwasserwelt? Genau, ja. Hier ist ein halt Lager für Nahrung und so, die brauchen ja auch für die Zeit, die die da drinne sind, gewisse Nahrungsmittel. Hier ist so ein Tintenfischdrücker zum Tintenfisch beobachten. Da kommen jetzt halt Tintenfische aus den Dispendern raus. Ah, cool. Ha. Hier ist halt so die Hauptnahrungsquelle hier unten. Tintenfisch, lecker, ne? Naja, ich glaube ich nicht so mein Ding. Auch nur, ja. Ja, und der Rest da unten ist halt Lager. Kann man hier halt alles mit den Karren hinfahren. Und im Endeffekt ist dieses Labor eigentlich zur Untersuchung von Gestein. Aha. Damit also die... Gestein hier vom Meeresgrund sozusagen. Ja, alles mögliche, ne? Aha. Auch die... Genau, der genaue Grund, warum sich Wasser mit Lava zu Stein entwickelt und so. Aha. Das wird ja sozusagen untersucht. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Hat so ein bisschen was von Jules Verne, falls ihr den kennst.
Nein, leider nicht. Was? 20.000 Meilen unter dem Meer ist eins seiner Bücher. Das kenne ich, aber nur vom Hören, ja, nicht vom Lesen. So, jetzt geht's da lang. Ja. Am besten nicht nach links schauen, das Beste für den Schluss, nicht? Ja, genau, das Beste für den Schluss. Oh, ich hoffe mal, ich... da genau, ich habe den richtigen Winkel erwischt. Siehst okay. du schon, da vorne, das Piratenschiff? Nee, bis jetzt noch nichts. Ja, jetzt langsam baut es sich hier vor mir auf. Ein Piratenschiff. Das ist das zweite Schiff, was überhaupt der Pegasus trotzen kann. Die anderen Schiffe sind alles zu klein. Genau, die Pegasus ist nämlich eigentlich das mächtigste Schiff hier. Ja, alles wird besser mit Piraten, sage ich dann nur, ne? Ach, sehr gut. Auch die Segel, wie du das gemacht hast, astral wirklich, klasse. Und vor allen Dingen, dass die Schiffe alle so Kong-mäßig sind, wenn du weißt, was ich meine. Also so sehr breit und sehr bauchig. Genau, das ist das Wort. Das gefällt mir auch gut. Ja, sind nicht alle. Ich habe auch kleine Kütterchen. Naja. Ja, überall Kanonen, wie ich sehe. Ich habe ja in der ersten Folge, hatte ich ja, glaube ich, gesagt, Torpedos oder so, ne? Ja, aber Torpedos. Es sind natürlich Kanonen. Natürlich sind es Kanonen. Ich weiß nicht, ob du dieses Schiff erkennst. Ja, die Black Pearl. Ah, ja, nice. Es ist nicht direkt die Black Pearl, sondern das direkte andere große Schiff mit dem Tentakel. Ah ja, okay. Vom Fliegenden Holländer, oder? War das nicht der Fliegende Holländer? Nein, das war dieses hier von Fluch der Karibik, der Tentakelmann da. Ich weiß nicht, am Ende der Welt. Genau. Ja. Das war das Schiff. Ich dachte mal, das wäre der. Naja. Wo bist denn du hingeflogen? Ja, ich fliege jetzt hier mal rum, damit man das auch mal richtig schön hier sieht. Alles mit den Segeln, mit den aufgeblähten Segeln vom Wind. Das ist schon... Eigentlich wollte ich bei dem Schiff das auch wieder hinbekommen, dass man alle Kanonen von innen sozusagen... rausfahren kann. hier nachladen kann und so. Es hat leider nicht funktioniert. Der Platz hat einfach da drin nicht ausgereicht. Und deswegen habe ich es dann gelassen. Ja, und wenn ich jetzt hier so ein Segelschiff sehe, liegt natürlich die Frage sehr nahe. Da ist die Frage, die Segelschiffe sind auch so, davon bist du auch so ziemlich fasziniert, oder nur bei Minecraft? Nee, ich stehe nicht so ganz doll auf Schiffe, so in echt, höchstens auch so Speedboats, aber in Minecraft finde ich es wirklich faszinierend. Das eine ist mit der geilsten und auch schwierigsten Dinge, die man bauen kann, finde ich. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt lang genug gezeigt. Dann können wir mal zum nächsten Punkt kommen. Ja, das ist direkt hier vorne, das nächste Schiff. Das ist nicht so gut geworden, also zumindest das Hinterteil nicht. Das Hinterteil? Ja, das Hinterteil da vorne. Ja. Das ist viereckig geworden, aber der Rest ist eigentlich ziemlich gut geworden. Das zeige ich natürlich jetzt auch als normal im Video, ne? Das, was nicht so gut geworden ist, nein. Aber die Takelage, finde ich, ist sehr gut geworden. Sind das Schienen? Ah, nee, Leitern. Okay, alles klar. Kann man also auch überall hochklettern und so. Ja. Sehr cool. Ist halt ein Linienschiff, ne? Hier so. Ja. Also zum Transportieren von Personen, ja? Personentransport oder? Auch unter anderem. Frachtschiff. Okay. Hm. Ja, sehr cool. Und da vorne fängt echt das an, was am epischsten von allen hier, also was ich neu gebaut habe, ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Der Hafen. Wow, also ist noch nicht fertig ganz, aber sind 5 Schiffe drin, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche. Ja, genau, 5 Schiffe. Ja, das sieht klasse aus, wirklich. Also hier auch dieses kleine Schiff, was die Farbgebung allein, die gefällt mir schon super. Das ist ja so typisch, diese maritime Farbgebung hier mit dem roten unten, weiß und schwarz. Das sieht schon total klasse aus. Und Leute, schaut euch das einfach mal an. Viel kann ich dazu gar nicht sagen. Denn das ist wirklich genial hier, der Hafen. Ich habe das auch noch nie gesehen vorher jetzt. Bin ja gerade jetzt erst hier auf den Server gekommen. Das ist wirklich klasse. Hier die 3 Schiffe nebeneinander und auch die Landungsbrücken, hier die Hafenstege. Total klasse. Ja, Mensch. Und das hast du jetzt alles in der letzten Zeit mal eben so gebaut? Ja. Ich hatte genügend Zeit. Außerhalb der Schule bleiben ja viele Stunden Freizeit. Und wenn man dann nicht mit Freunden unterwegs ist und keinen Bock hat auf andere Spiele, warum dann nicht? Ja, natürlich, klar. Auch, dass dieses Schiff hier gerade in den Hafen einfährt, dieses kleinere, das
Dadurch wirkt das alles noch viel plastischer, das Ganze. Das Schiff sollte eigentlich nur zur Demo, also nur zur Testphase sein, um zu testen, ob hier ein Boot denn durchpassen würde. Weil am Anfang. Ach so. Am Anfang passte noch nicht mal das kleine Boot durch und ich dachte, da passt so ein Riesenkutter da durch. Ja, und dann musste ich es halt immer vergrößern und am Ende blieb das Schiff dann da doch stehen. Aha, ja. Ich mach mal wieder kurz Tag. Das war, glaube ich, so. Ja, genau. Wow, ja, jetzt ist Tag. Und da hinten ist eine Festung, sehe ich jetzt gerade schon. Ja, genau, das Schloss. Das ist auch sehr schön geworden. Ich fliege mal ein bisschen näher ran und ich sehe schon, hier hast du, dieses Schloss wurde also nicht aus dem Fels geschlagen, sondern dann doch eher gemauert, ja? Ja, die wurde richtig gemauert, genau. Mhm. Für meine Zuschauer, ich nehme in dieser Folge übrigens diesmal das normale Mesa-Texturenpack und nicht das, was ich davor immer benutzt hatte. Dann sieht das hier alles noch ein bisschen anders aus. Könnt ihr mal schreiben, wie euch das gefällt. Ja, aber diese Burg ist schon... Und vor allem, wenn man jetzt hier im Hintergrund den Hafen mit den Schiffen hat, dann wirkt das alles nochmal ganz anders. Ja, die Burg ist noch nicht ganz fertig. Ich muss den ganzen Boden noch mit... Ich hab's gleich, Cobblestones. Dann muss ich hier vor der Burg noch die ganzen Häuserchen bauen, Tavernen etc. Ja, das wird noch pass auf, ich lande jetzt hier einfach mal. Da hinten ist noch so eine Hütte, sehe ich gerade. Ja, ist nur eine Schmiede. Eine Schmiede? Oh, die muss ich mir angucken. Ja, eine Schmiede. Das mit dem Rauch hast du ja auch immer super gemacht mit den Spinnennetzen hier. Wenn man dann so von Weitem guckt, dann sieht das wirklich aus, als wenn der Chance dann da qualmt. Ja, das sieht wirklich so aus. Vor allem von Weitem. Von nahe ja, nicht so. Hier prasselt das Schmiedefeuer. Dahinter sind Öfen, das ist auch eine coole Idee. Mit dem Schalter kann man das Feuer ausmachen. Echt? Mach mal. Ah ja. Sehr schön. Ja, ja, ja. Hier der Amboss, ganz klar, kann man sehr gut erkennen. Ja, muss man ja auch erkennen und nicht diese einfachen. Ja, siehst du, dann kann ich mir auch mal zum Vorbild nehmen und dann Hundsgrab vielleicht den Amboss auch nochmal umgestalten, weil das gefällt mir eigentlich ganz gut so. Hier hinten, wahrscheinlich wieder so ein Trainingsplatz für, vielleicht um die Waffen auszuprobieren von dem Schmied, ne? Ja genau, dafür sind die da. Ah. Die Bilder sollten als Schilde dienen und ja, Schwert kann man leider nicht darstellen. Ja, ja, stimmt. Ja, alles geht halt auch immer nicht bei Minecraft, leider, leider. Aber wer weiß, was da noch alles kommt, ne? Kommen ja so viele Add-ons raus oder so viele Updates. Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Aber naja, wir schauen uns erstmal ein bisschen weiter um und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Burg rein, oder? Ja, genau, da erwartet dich noch ein Schild. Das war, glaube ich, hier mit einer kleinen Überraschung. Also ich weiß nicht, ob das genau hier war. Aber ich glaube, Überraschung. Ja. Überraschungen sind immer gut. Aber auch hier die Borgmauer. Ja, mit diesen Abstufungen wieder hervorragend geworden, muss ich sagen. Überhaupt die Gebäude. Ja, jetzt kommen wir hier auf den Innenhof der Burg. Schau mich hier gleich mal ein bisschen um. Da wieder so ein Lagerplatz, wo wieder Kisten und Truhen stehen. Ja, die sind diesmal auch alle gefüllt, ja? Was? Nicht, dass du dich hier beschweren kannst. Oh ja, schaut, hier überall was drin, ne? Aha. Ja, wunderbar. Naja, das sieht doch schon ganz anders aus. Weil ich alle so ordentlich befüllt. Bei mir sind... Ah, oh. Da nehme ich mir gleich mal eins von mit, wenn's recht ist. Ja, Klärchen. Da oben habe ich auch eine Waffenkammer. Könntest du dich auch komplett einmal ausstatten. Aber erstmal hier in den Thronsaal rein. Ja... Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, der ist jetzt nicht so besonders, der Thronsaal, aber er ist schon ganz schön. Nein, das ist nicht so... Oh, du bist gerade im Erdboden versunken. Wo bin ich? Bin ich? Ja, bist du. Jetzt nicht mehr, jetzt ist wieder gut. So, dann geselle dich mal auf deinen Platz. Nee, Moment, ich bin ja nicht hier. Du musst dich da hinsetzen. Nein, guck mal, was da oben drüber steht. Wo? Auf dem Schild hier? Ja. Moment. Kannst du es nicht lesen? Nö, da steht nichts drauf bei mir. Warum steht da bei dir nichts drauf? Das weiß ich nicht. Sag mir einfach, was draufstehen würde. Ich schreib's einfach hin. Sekunde. Okay. Oh, ouch. Das stand da drauf. Ah, Opa Zeron. Das ist mein Thronsaal hier? Ja. Dann bin ich jetzt ja offiziell König sogar, meine Güte. Ja, natürlich. Muss ja so. Glaub ich. Ja, das muss ich natürlich dann, Ja, dankeschön. Ein Thronsaal hat noch keiner für mich gebaut. Aber wer will, ne? Also wenn einer von euch einen Thronsaal für mich bauen will, könnt ihr natürlich mal gerne machen.
und dann stellst du es gerne in Weltenbuster vor, wenn es bezaubernd aussieht. Aber nur wenn es bezaubernd aussieht, genau. Ja, Weltenbuster, ne? Also alle, die jetzt zuschauen, und wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mal hier in den Weltenbuster-Videos zeigen möchtet, könnt ihr mir natürlich schreiben und dann gucke ich mir das mal an. Und wenn es dann genehm ist, werde ich es auch vorstellen. Natürlich, gerne, immer. Ah, hier, Riesentreppe. Jetzt bist du gerade in die Mauer reingerannt. Das ist ja merkwürdig hier. Das ist sehr merkwürdig, ja. Warum rennst du hier eigentlich nur in Unterwäsche rum? Das ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Ich in Unterwäsche? Ja. Ich bin ein Troll. Ach so, du bist ein Troll. Ja, ich bin ein Troll. Okay. Ich darf im Boxershorts rumlaufen. Hier oben geht zu deiner Waffenkammer. Okay, meine Waffenkammer. Alles meins. Ich muss dich erstmal in deiner Burg rumführen, weil du noch keine Ahnung hast. Ja, ja. So, alle Kisten sind befüllt. Jede einzelne. Da mache ich gleich mal die Probe aufs Exempel. Und mit was für geilen Sachen. Na, na, na. Ist ja alles meins, hat sie gesagt. Ja, ne? Ja, ich sehe schon, dass du was rausgenommen hast. Ja, jedes hier befüllt mit allen möglichen, mit Pfeilen, Schwertern, ja, Rüstungen. Ja. Ach schade, ich bin ja im Kreativmodus. Jetzt kann ich das. Ach doch, ich kann es anlegen. Natürlich geht es. Okay, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Mich ja standesgemäß kleiden als König von Aldrasien. Obwohl ich damit noch nicht ganz klarkomme. So. Nee, du bist ja nur König von diesem Abschnitt. Ich bin ja der. Ach so. Ja. Es gibt also. Abschnittskönig. Ja, in der Geschichte gibt es einmal einen. Ist mir eingefallen. Klingt eigentlich mehr oder weniger. Also. Wo bist du denn jetzt? Hier, ich bin hier hinter dir. Ah ja, okay. Also es gibt einmal mich dahin, also nicht direkt mich, sondern den König von der Burg, die in den Stein da so rausgeschlagen wurde. Ja, genau. Ah, die erste, die wir da gezeigt haben in den Videos, genau. Genau, das war die, die du gezeigt hast. Hier gibt's dann noch Königreich und dann gibt's nochmal einen König, der über alle herrscht. Der ist auch in einer Burg. Da können wir gleich nochmal eben hinfliegen. Und ja, gerne. Fliegen, ja. Das, okay. Am besten zeigen wir das dann ganz am Ende, und weil das Schiff, was ich dir noch zeigen wollte, also das Endprojekt da, also von diesem Abschnitt des Videos. Ja. Ja, das erst noch zeigen und dann zeige ich dir nochmal, da wo dieser Kaiser sozusagen wohnt, der über alle herrscht. Der hat auch nicht wirklich eine Riesenburg oder so. Sondern einfach nur so ein kleines Schlösslein. Das reicht ja auch schon vollkommen. Mhm. Weil das Kaiserschloss. Ja, das ist in der Geschichte, die ich dann noch schreiben muss. In der Weltbibliothek. Ja, da kommen noch ganz schön viele Bücher auf mich zu. Es steht halt drin, dass er magische Kräfte hat, nicht sterben kann. Und er deswegen auch keine Wachen oder derart braucht. Und deswegen vor allen Angriffen immun ist. Aha, okay. Ja, ihr merkt schon, also es gibt da eine richtig gute und große Hintergrundgeschichte, die so langsam jetzt entsteht. Und was die meisten Zuschauer wahrscheinlich interessieren wird, ist, was aus dieser Map denn irgendwann mal werden soll. Möchtest du die irgendwann mal als Download stellen, als so eine Art Adventure-Map, oder gibt es da noch keine konkreten Pläne? Also, erstmal hatte ich ja überlegt, sie einfach nur auf minecraft.de hochzuladen und dann auch das Projekt sozusagen abzuschließen, mal kleine Verbesserungen vornehmen, wenn Kritik auftaucht oder so. Aber dann hatte ich mir doch überlegt, ein ganz großes Projekt aufzuziehen und ja, sozusagen was Eigenes zu erfinden. So, sagen wir mal, World of Warcraft im Minecraft-Style. Ohne Mods oder so einfach schon spielen. Und das versuche ich auch hier zu bekommen mit meiner eigenen Geschichte. Ja, und hier fängt das größte Schiff an, was ich jemals gebaut habe. Okay, dann lassen wir es mal langsam auf uns zukommen. Ich sehe schon, das ist ein etwas größeres Projekt. Ist das ein Flugzeugträger? Ja, das ist ein Flugzeugträger. Der Wahnsinn. Alter Schwede. Deine Zuschauer wundern sich vielleicht, warum auf einmal in so einer Mittelalterwelt so ein Schiff auftaucht. Das denke ich auch. Das hat den Grund, dass dieser ein Forschungsflugzeugträger ist und in diese Zeit gereist ist, um eine Aufgabe zu erfüllen. Weiteres dann in den Büchern, die ich noch irgendwo hintun werde, die man dann auch finden wird. Boah, ja. Natürlich, jeder Raum ausgestattet. Kisten sind hier nicht gefüllt, war aber auch nicht so wichtig. Ja. Überall Kanonen, so wie es sich gehört.
Also da könnte man eigentlich schon wieder eine Extra-Folge machen, wo man tatsächlich nur dieses riesen Bauwerk hier beziehungsweise diesen riesen Flugzeugträger vorstellt. Kennst du den Film, jetzt spreche ich schon wieder über irgendwas, kennst du den Film Das Philadelphia-Experiment? Da ist nämlich auch so ein Flugzeugträger, der durch die Zeit reist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Oder wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nein, kenne ich nicht. Ja. Aber du kannst gerne diese Rakete starten und dann fliege ich um die Welt. Ja, okay. Wo muss ich drauf drücken? Hier? Und mach's gut. Ja, leider nicht. Oh, es geht so, die Klappe geht sogar auf. Na, ich habe noch nicht alle Triebwerke gezündet, höchstwahrscheinlich. Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Also hier, ne? Ich fliege jetzt nochmal ein bisschen weiter weg, damit er dieses Flaggschiff hier oder diesen Flugzeugträger auch mal, da unten mit dem Landedeck. Oder, nein, das ist so ein Hebedeck, ne? Mhm. Wo dann die Flieger von unten, cool. Die von unten dann nach oben kommen. Da sind auch alles Flugzeuge drin, ja? Ja, ich sehe das schon. Total genial. Aber die können in dieser Welt nicht aber fliegen. Propellermaschinen, ja? Also noch keine Düsenmaschinen, sondern noch Propellermaschinen, wie ich sehe. Ja, wir sind ja hier nicht, Es ist ein altes Schiff. Es ist ein altes Schiff, ja. Aber sehr gepflegt. Das ist normal bei dem Kapitän dieses Schiffes. Und das sind einige Flugzeuge, die hier stehen, also. Aber die können ja alle nicht fliegen. Das ist. Ja, hier schon mal. Oh, Reinlinsen. Ah ja, hier auch alle Räume ausgebaut. Ja, liebe Leute, wir wollen natürlich nicht alles jetzt schon zeigen, denn ihr sollt ja vielleicht irgendwann diese Map auch mal selber erkunden. Und deshalb will ich natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich will nur so einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das Ganze hier aussieht. Oder wie das alles gebaut ist. Was ist hier unten? Hier unten? Hier kannst du dir vorstellen, hier kommen so. Warte mal, wie heißen die Teile nochmal? Diese komischen kleinen Zweisitzer wie Motorräder auf dem Wasser. Jetskis, genau. Jetskis! Ja, auch cool. Sehr cool. Also, ihr seht schon, hier gibt es reichlich Raum für gute Geschichten und Sachen, die sich hier abspielen können. Also, ja. Was ist denn hier? Ah, hier gibt es sogar Tiere an Deck, muss natürlich sein. Für die Verpflegung muss natürlich auch gesorgt sein. Hier schön lecker Schweine. Ich finde mich manchmal selber in diesem Flugzeugträger nicht mehr zurecht, dass ich es fertiggestellt habe. Das kann ich mir vorstellen. Selbst der Bauer findet sich nicht so ganz zurecht. Das ist aber wirklich auch so riesig hier. Ja. Gibt es ja auch einen Maschinenraum? Keine Ahnung, wo der ist. Schlecht für die Mechaniker. Wenn man was, wenn es mal nicht hinhaut, wir haben Maschinenraum, aber keine Ahnung, wo der ist. Das ist alles so groß hier. Ja, das hier unten sehe ich schon das Korn angepflanzt und Zuckerrohr. Ja. Felder sind ja deine Spezialität, ne? naja, es geht so, würde ich sagen. So wie dein lustiges Häuslein da. Was du da neu gebaut hattest. Ah ja, okay, dieses Kornparkdeck war, glaube ich, gestern rausgekommen, genau. Und ja. Warte mal, da ist mir irgendein Fehler aufgefallen. Genau, du wolltest ja dieses Wasser mit den neuen Feldern breit haben. Und dann hast du da so einen Half-Step drauf getan. Und das geht nicht. Genau, da ist das Wasser nicht mehr durchgelaufen und du sagtest, das läuft jetzt weiter. Ja, das habe ich mir hinterher auch gedacht. Es sieht zwar so aus, als wenn es drunter durchläuft, tut es aber nicht. Aber erstmal wieder zurück hier zu deinem Schiff. Ja, jetzt noch. Gibt es noch was? Ja, genau, sagte ich dir, die Burg noch. Okay, die Burg noch und dann, genau. Ah, hier nochmal aus der Ferne. Lassen wir ihn mal so langsam in der Ferne verschwinden. Hat wahrscheinlich auch keinen Namen, wie alle deine Schiffe. Steht auch eine Zahl dran. Und das in Englisch, so heißt das Schiff. Okay. 25. Ja, sieht schon cool aus. Vor allem, wenn man jetzt hier aus der Entfernung guckt, ist ja gerade bei diesen großen Minecraft-Bauwerken so, dass die aus der Ferne dann nochmal ganz anders wirken. Nochmal ein bisschen realistischer. Sehr cool. Jetzt bist du gerade weg. Ja, ich bin hier vorne. Hier vorne, ja. Hier vorne. Ich bin hier, ich bin noch hier. Ja. Okay, ich weiß. Okay, ich folge dir. Ja, hoffe ich doch, aber ich weiß gerade selber nicht, wo ich hinfliegen muss. Okay. Ich kann es ungefähr denken. Das Meer desorientiert mich immer. Aber ich glaube, das war... Genau, da war das. Dann war das... Ach, das ist doch... Ist das Sumpf?
Ah, und da baut sich gerade was auf, und zwar sieht das sehr festungsmäßig aus, Ja, ja. da warst du schon mal. Aber ich glaube, wir sind. Da war ich schon, genau. Ich glaube, ich bin auf der komplett falschen Seite. Okay. Ja, ich bin auf Ja, der wenn ich, komplett falschen wenn. Seite. Wir müssten eben einmal auf die andere Seite zur heilen Bibliothek. Das ist kein Problem, dann machen wir gleich mal einen kurzen Schnitt. Okay, da sind wir wieder. Wir sind nämlich fast an unserem Ziel angekommen. Ja, muss hier vorne wahrscheinlich irgendwo gleich sein. Ups. Der fliegt einfach geradeaus, dass du mich noch nie siehst. Ja. Da vorne, ja, da vorne Ja, erstreckt sich das okay. Schloss. Das Schloss vom Kaiser, richtig? Ja, genau. Oder unten brennt's. Ja, da Nein, sind das ist jetzt. noch vom Alter. Tale of Kingdom Mod, wo sich diese bösen Sachen erstrecken. Das gehört eigentlich gar nicht dazu. Das ist Okay. schade, aber ja. Und hier mal, das finde ich cool, dass es jetzt wieder so ein ganz anderer Baustil ist. Also das erinnert mich jetzt vom Baustil, muss ich sagen, schon sehr an WoW und ähnliche Sachen. Weil es halt sehr, ja, wie soll ich sagen? Wie soll man sowas nennen? So. Hier wohnt der Königs. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie nennt man so einen Baustil? Ja, hier wohnt der Königskaiser Merdru. 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 Dem wir ja dann auch unterstellt sind, sozusagen. Genau, der. Naja, meine Güte. So ein Riesen. Hat er noch einen größeren Schatz wie der andere König? Wie die Schatzkammer, die ich da schon gefunden habe? Also hier habe ich noch nie keine Inneneinrichtung gemacht. Also, nein, noch Ja. nicht. Naja, aber allein diese Halle mit diesem riesen Kronleuchter hier oben, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man hier unten so steht. Das ist der Thron, ja? Ist ein ziemlich großer Thron. Ja, das muss ja auch. Ja, natürlich als Kaiser, ne? Muss der Thron auch schon mal ein bisschen größer Nee, sein. Kaiser hier drinne, der ist auch 2 Meter breit, also von daher passt das. Okay. Aber dafür ist der halt auch 3 Meter hoch. Und da passt. Okay, ja, dann führe mich mal rum. Ja, das war's eigentlich hier. Also. Das war's, okay. Ist ein Riesensaal. Genau, dieser Riesensaal. Eigentlich geht's noch zu den Türmen da oben, aber die sind alle noch zu. Kaiser braucht auch nicht schlafen, das heißt, ich brauche kein Schlafgemach errichten. Okay. Der sitzt da vorm Er Haus. muss nur hier sitzen und residieren, wahrscheinlich. Und regieren vor allen Dingen. Der Regen braucht er auch nicht. Der ist nur für Rat und Tat. Und wenn Leute. Also, kennst du dieses Zeichen von Schwarz und Weiß? Nein. Das von Himmel und Hölle ins Gleichgewicht zu halten. Ah ja, okay. Er ist also mehr so eine Art Halbgott. Genau, das ist er. Okay. Ja, liebe Freunde, das war jetzt mal eine sehr umfangreiche Folge hier aus Aldrasia. Die Welt entsteht immer weiter, denn dieser gute Mann hier baut wie ein Irrer und lässt diese Welt hier immer größer und schöner werden. Und wir werden bestimmt noch mal irgendwann hierher zurückkommen, wenn wieder etwas dazugekommen ist und das wieder vorstellen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Oh, Eisengolem, cool. Tick-Tack, was machst du denn hier? Zurück nach Hunsgrab, pass auf die Leute auf. Ja, lieber Elektrix, vielen Dank, dass du mich hier ein bisschen rumgeführt hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt irgendwann hier mal wieder. Und meine lieben Leute, viel Spaß weiterhin beim Minecraft-Zocken. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier aus Aldrasia oder anderswo. Ciao.